So, moin moin Leute, es ist morgens, Silvestermorgen. Ich werde mal so ein kleines Silvestertagebuch machen. Bin hier gerade mit meinem Bruder aufgestanden, werde gleich duschen und dann geht's los. Es ist jetzt kurz nach sechs. Mein Freund ist auch schon wach da oben. Und ich werde so ein kleines Videotagebuch machen für euch über den heutigen Tagesablauf. Dann werde ich mal zusehen und Leute, haut rein. So Leute, 6.50 Uhr geduscht. Anziehen. T-Shirt hat er schon an, Leute. Und jetzt werde ich gleich mal hochgehen, meine Sachen gepackt, Ersatzsachen, es regnet. Wie verrückt, wir werden wahrscheinlich ordentlich nass werden. Der Aufbau des Feuerwerks, so 5 bis 6 Stunden geplant. Wir schauen einfach mal. Kann sich natürlich verlängern. Mein Bruder sagte eben, wir nutzen ein bisschen die Regenpausen. Und sonst, man kennt es ja. Er macht das nicht zum ersten Mal, dass es regnet dabei. Regenhose, Regenjacke, gut. Ich habe jetzt nichts dabei. Aber fürs nächste Jahr muss ich mir mal was Vernünftiges besorgen. Wir sehen uns, Leute. So, Leute. 7.21 Uhr. Angekommen. Ich weiß, es ist dunkel. Ja, ich sitze hier im Auto. Regnet wie Sau. Also am Ort des, wenn ihr fragt, wo angekommen, am Ort des Feuerwerks. Ich werde gleich mal Regenjacke anziehen und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Draußen ist stockdunkel. Und ja, Brudi ist ja schon ein bisschen am Laufen. Also Leute, bleibt weiter dran. Oh Leute, moin moin, Ballercasino hier. Ihr seht jetzt die Drohnenaufnahmen, die ich während des Aufbaus, also zum Ende hin des Aufbaus gemacht habe. Da beginnen gerade die Verkabelungsarbeiten. Ich konnte leider nicht so stark helfen, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, aufgrund meiner gesundheitlichen Einschränkungen. Also ich glaube auch, dass mein Bruder selber erschrocken war, als er das so gesehen hat, wie schlecht es seinem Bruder im Endeffekt geht, und hat sich dann auch gewundert, dass das nicht mehr so richtig geht mit dem ganzen Bücken und hin und her. Naja Leute, schaut euch die Aufnahmen erstmal in Ruhe an. Ich bin jetzt mal ruhig und wundert euch nicht über meine mangelhaften Drohnenkenntnisse. Ihr seht ja selber, auf dem Kanal gibt es nicht allzu viel, beziehungsweise nur ein Drohnenvideo bisher, wie ich das Ding zum ersten Mal starte und so weiter. Also die Steuerung noch ein bisschen ungelenk, aber ich gelobe Besserung. So, genießt die schönen Aufnahmen, bleibt weiter dran und haut rein.
So Leute, gestern habe ich ja nicht mehr geschafft, nochmal ein Video zu machen. So sieht das jetzt aus, ich weiß es windig wie Sau. Keine Ahnung, ob man das versteht. Aber hier geht das los mit den ersten Batterien, die wir geschossen haben. Und dann sehen wir ja, hier geht's weiter. So sieht das aus, ne? Müssen wir mal ein bisschen festhalten, damit ihr nicht nur das Gute seht, sondern natürlich auch wie verarbeitet das ist. Seht ihr hier die ganzen Batterien und wie das dann aussieht, wenn das dann zerschossen wurde. Ne? Hier die Rohre hat er alles abgedeckt gehabt, damit das nicht nass regnet. So sieht das aus, ne? Mit dem Feuerwerk dann. Ja. So, jetzt wollen wir mal noch da hinten hingehen. Ja, ein bisschen mithelfen alles. Ja, Feuerwerk war richtig geil. Ja, wie gesagt, das könnt ihr ja auf Skydancer 77. Geht da gerne auf den Kanal von meinem Bruder. Da könnt ihr das Feuerwerk dann. Und vielleicht noch einige andere Clips, die er gemacht hat zu den ja, schönen Keks und so weiter. Hier seht ihr, so sieht das aus. Ne? Könnt ihr das dann da euch angucken. Da das Große, das räumen sie schon alles weg da hinten. Ich kann gar nicht mehr alles filmen. Da wurden schon ein paar Rohre, wurden da schon weggemacht. Ne? Ja. Hier nochmal die Einzelbefestigung. Das ist schon einmal gewesen. Wahnsinn. Wie gesagt, Bild und Ton. Wahrscheinlich nicht so gut. Muss aufpassen, die Leute wollen auch nicht so gefilmt werden. Undercover. So, dann bis zum nächsten Mal.